Hallo meine Lieben, heute habe ich etwas zugeschickt bekommen von Windeln.de und zwar diesen wundersüßen Rucksack von der Marke Lessig. Ja, Lessig ist halt sehr bekannt dafür, dass sie sehr nachhaltig und mit recycelbaren Rohstoffen ihre Taschen produzieren und ja, das ist alles sehr schonend für die Umwelt und das finde ich halt sehr überzeugend und ich freue mich, dass mein kleiner Sohn jetzt diesen Rucksack hat für den Kindergarten. Er ist jetzt in der Kita und das Design finde ich toll, gibt es übrigens auch für Mädchen in rosa. Und den möchte ich euch gerne mal vorstellen. So, hier vorne hinter dem Sternchen befindet sich quasi Noahs Notfallfach. Denn hier ist sein Schnuller, falls er mal nicht gut einschlafen kann in der Kita. Hier an der Seite ist genügend Platz für ein Getränk oder für Taschentücher. Ich habe jetzt immer Taschentücher drin. Sehr praktisch finde ich auch diese Kordeln, die immer an den jeweiligen Reißverschlüssen versehen sind. Das erleichtert einem das Öffnen der Fächer und das ist das Hauptfach. Hier habe ich meistens immer eine Trinkflasche mit für den Kleinen, ein bisschen Obst in der Schale und auch nochmal meistens eine Banane oder einen Apfel. Und hier drin befindet sich nochmal ein zusätzliches Fach, was hier mit einem kleinen Karabinerhaken versehen ist. Hier kann man nochmal so kleine Utensilien reinpacken, wie zum Beispiel, ich habe hier immer meistens Sonnencreme mit für den Kleinen und noch ein paar Pflasterchen, einfach nur so für alle Fälle. Da kann man natürlich reinpacken, was man möchte oder was man braucht. Was ich auch super praktisch finde, ist hier dieses Verbindungsstück. So fällt zum Beispiel nichts raus, wenn der Kleine den Rucksack öffnet. Damit ist einfach alles gewährleistet, dass es alles drin bleibt. Das ist ganz praktisch, finde ich. Und es erleichtert auch das Schließen des Hauptfachs. Kommen wir nun zum unteren Fach. Hier ist nochmal das Lessig-Logo drauf. Finde ich auch ganz schön gemacht mit dem kleinen Rehkitzchen. Hier kann man das einfach öffnen, auch mit einer Kordel dran. Und hier habe ich meistens nochmal Ersatzschuhe drin. Oder wenn er Touren geht, dann halt seine Tourenschuhe. Im Rückenbereich befindet sich eine leichte Polsterung. Der Rucksack ist ja sowieso nicht schwer, da ist ja kaum was drin. An den Schulterpolstern haben wir auch noch zwei Reflektoren. Das ist alles hier verstellbar, auch ganz einfach. Das Tragen des Rucksacks wird auch nochmal erleichtert durch den Bauchgurt hier vorne, welchen man auch ganz einfach verstellen kann. Name, Adresse kann man alles mit eintragen. Ja, und das ist im Grunde der Rucksack. Dieser Rucksack hat uns sehr überzeugt. Der macht richtig Spaß, ist ein Hingucker und richtig, richtig schön. Der kleine Mann liebt den Rucksack, wir auch. Ja, und ich finde, der sieht richtig cool und lässig aus. Vielen Dank, Windeln.de.